Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt, ist doch unwichtig. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Anbau die wohl gesprochen haben. Zu Uncharted 4. Denn außer uns ist hier niemand. Darf ich auch mal was sagen? Legacy of Thieves. So, ich weiß gar nicht, Moment, wir können hier, glaube ich, weiterklettern, ne? Ich habe leider einen Cut machen müssen beim letzten Mal und tatsächlich auch dann speichern müssen und habe jetzt keine Ahnung mehr, wo wir sind. Nur, dass wir noch in der Höhle hängen und das letzte Mal dieses Video angeguckt haben. Muss ich hier runter? Sieht so aus. Ich habe Licht, sehr schön. Hatte ich das vorher auch? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Wo muss ich denn rum? Das sieht mir nach einer Kammer aus. Kammern sind immer gut. Da hinten ist auch schon was am Leuchten. Ich hatte doch herausgefunden, Moment, mit X war das, glaube ich, ne? Okay, ich kann schlagen, aber ich kann offenbar nichts kaputt schlagen. Na gut. Entschuldige bitte. Was haben wir denn da? Das war nicht das, was ich jetzt gerade anklicken wollte, sondern die Seite wollte ich anklicken. Schätze, Schmuckstück. Ja, dass es dann nicht immer ins Letzte reingeht, wenn man da schon extra... Ach hier, Zinnkästchen. Okay. Gut, viel kann man da ja eh nicht bei herausfinden über das Stück. Das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht ein kleiner Text beisteht. Oh, ich muss mal überlegen. Moment, L1 war, glaube ich, das Seil, ne? Sollte ich... Also, LB von mir aus, es ist ja im Endeffekt L1. So. Junge, kommst du auch mal, dann kannst du mir helfen. Eventuell. Bin mir nicht sicher. Komm. Na komm. Hilf mir mal da hoch. Oder muss ich das selber machen? Zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Ha, das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt. Du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Und jetzt will der wieder zurück? Oder wo guckt er jetzt nach? Dass man da hinten hinkommt? Können wir denn da hinten hin? Wo läuft der denn jetzt schon wieder hin? Ich denke, der will mir den Weg zeigen. Junge, ernsthaft. Also, ich kann theoretisch zurück. Nach unten wäre vielleicht nicht so eine günstige Idee. Da kommt Wasser raus. Moment, L. Da hinten sind Stufen. Da hinten ist ein Pfad. Und jetzt? Bringt uns das was? Können wir mit dem Seil darüber? Ich weiß nicht, ob das zu tief ist. Ich bin mir nicht sicher. Probieren es erstmal aus. So. So, wie war das jetzt nochmal? LB drücken und nach unten. Aber mit dem anderen nach unten. So. Reicht das schon? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, das sollte reichen. Der ist doch wendig, der kann das. So. Tja, Frage ist, bringt uns das jetzt überhaupt irgendwas? Da können wir noch so ein bisschen, glaube ich. Ach so, Moment, da. Können wir da hinspringen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ach doch, da unten ist auch noch was zum Festhalten, ne? Ah ja, 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 okay. Habe ich es richtig gesehen? Ja, komm. Gut. Warte. Geht das nicht kaputt? Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Ich hätte jetzt gesagt, das geht kaputt, wenn ich das da runterwerfe. Aber okay. Dann trotzen wir einfach mal den üblichen physikalischen Gegebenheiten. Kann man das auch ein bisschen gerade da vorstellen, oder? Hallo. Ja, genau. Kriegt der nicht hin, ne? Ja, noch ein bisschen. Los, noch ein bisschen. Reicht das jetzt? Ach, da komme ich schon selber hoch. Okay. Ich dachte, ich brauche jetzt noch eine Räuberleiter. Hier kann man auch nochmal runter. Oh. Verdammt. Wie
nähern uns definitiv der Kathedrale. Ja, wenn wir uns da der Kathedrale nähern, dann gucken wir hier erst noch mal kurz nach. Scheint aber zum gleichen Ort zu gehen. Also das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Na. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Okay, also müssen wir wahrscheinlich dann von da oben irgendwie da rein. Aber ja gut, wir haben hier auf jeden Fall... Wird schon schief gehen. Hä? Okay, auch nicht schlecht. Das Problem ist, komme ich dann wieder zurück, wenn ich da jetzt rüber gehe, weil ich bin mir jetzt nicht sicher... Kann ich das loslassen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo wir hin müssen. Ob wir jetzt nach rechts müssen, ob wir nach hier müssen. Ich würde gerne alle Schätze mitnehmen, wenn hier welche drin sind. Aber ich weiß halt eben nicht, in welche Richtung wir jetzt eigentlich gehen sollen. Da unten ist nochmal eine Kiste. Und das ist jetzt die Kammer, glaube ich, wovon wir eben gekommen sind. Da könnten wir theoretisch rüberspringen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ob wir dann wieder hochkommen, also zurückkommen, weiß ich auch nicht. Da können wir klettern. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Das ist doch Mist, wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung man soll. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob wir dann wieder zurückkommen, wenn wir jetzt einmal da hinten hingehen. Ja, natürlich kommt er jetzt hier nicht rüber. Ist ja ein alter Mann, der schafft das nicht mehr. Soll ich da hoch? Oder soll ich mich einfach hochseilen? Okay, schafft er anscheinend nicht. Zumindest wollte er gerade nicht springen. Dann gehen wir einfach so hoch. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Ja, noch habe ich gar keinen Plan. Wir können das Ding verschieben, aber... theoretisch nach hier unten. Frage ist, bringt uns das irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Jetzt stehen wir hier. Ganz toll gemacht mit der Kiste. Aber was bringt uns das? Das Problem ist, wenn wir die jetzt natürlich runterschieben... Wir hängen unsere Seile daran. Ach so, damit man nach hinten kommt wahrscheinlich. Ah. Ja, das könnte klappen. Das ist gar nicht so doof. Na komm, los, 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 los. Nein. Am besten so weit wie möglich nach vorne, denke ich mal. Kann ich das auch... Ja doch, von hier aus kann ich auch schieben. Du solltest das schon ein bisschen gerader dahin stellen. So. Ja. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Aber. Nein, du sollst da hochspringen. Ja? Noch? Nein! Oh, blöd, Mann. So. Ich weiß nicht, ob ich da oben. Nee, theoretisch könnte ich da schon festhalten, ne? Okay. So, Brücken Bruder. Sind nur Übergangslösung. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nicht echte. Aber das heißt, glaube ich, dass wir dann auch tatsächlich hier weitergehen sollten. Ne? Wir hätten hinten vielleicht hier doch nochmal gucken nicht sollen. Durch. Wie kommen wir weiter? Hier geht es nicht durch. Hallo, geh doch mal da rein. Hier. Oh, zeig mir bloß nicht an, wo ich bin. Aber hier kann ich... Nee, hier kann ich nicht runterfallen, okay. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße.
Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Wie zum Teufel kommen wir rüber? Hm. Das ist eine gute Frage. Hast du auch eine Antwort? Moment, da sind wir rausgekommen aus dem Loch, ne? Wir können uns hier entlang hangeln. Die Frage ist, können wir hier irgendwo rumspringen? Ich weiß nicht, ob ich da unten hinkomme. Da unten sind Balken. Ach so, da können wir noch hin. Nicht, dass das wieder zu tief ist für den. Ja, geh mal hoch, komm. Du kriegst das sonst sowieso wieder nicht hin. Doch. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Zur Not müssen wir... Obwohl, das ist wirklich sehr hoch für ihn, ne? Nein. Oh. So geht's auch. So. Was ist mit dir? Was ist das? Da. April 1701. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Captain der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz. Eine kryptische Nachricht meines alten Landsmannes. Mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen, um mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt, aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen und meine Crew zu feige, einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen. Hörten meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben? Ja, ist da noch was auf der Rückseite? Kann man sich nicht angucken, ne? Okay. Nein, ich will das jetzt nicht nochmal untersuchen. Ich habe es ja gerade untersucht. Oh, ich dachte gerade, der ist schon da hinten. Ich habe nur die Bewegung gesehen. So. Springt hier auch gerade noch die Heizung an. Also falls ihr irgendwas im Hintergrund klappern hört, das ist die Heizung. Versuchen wir es. Kamikaze! So, da hinten ist was zum Rüberspringen. Können wir hier hoch? Ich hoffe. Schon schief gehen. Ich habe gesagt, ich hoffe. Also, das heißt dann wohl so viel wie, ich muss schnell sein, oder? Ja, das ist zu niedrig, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich konnte aber nicht laufen irgendwie. Ich schätze, ich muss doch dahin, oder? Ich kann doch nicht da hinten. Wäre für mich natürlich einfacher, wenn ich da das Seil einfach hinschmeißen könnte. Kann ich aber nicht. Scheiße. Kann schon schief gehen. Oh. Ich wollte gucken, ob ich nicht doch irgendwie sprinten kann. Ich wollte eigentlich nicht schießen. Kann er nicht mit raufkommen, eventuell? Komm mit rauf! Los! Das ist ein echter Idiot, ne? Der hätte mir noch mal eben Gegenballast machen können. Hm. Wie soll ich das denn schaffen? Moment, das ist zum Achso, das war zum schnellen Umdrehen. Das habe ich bisher noch nicht gemerkt. Boah, und ich erschrecke mich dann vor allen Dingen auch jedes Mal, ne? Das ist... Oh. Nein, ich wollte nicht loslassen. Oh Gott. Gameplayerin bei der Arbeit, ich merke schon.
Kann ich denn nicht vorsichtig da hingehen und dann rechts rüberspringen? Der kommt aber auch überhaupt nicht, ne? Oder muss ich da auf der Seite? Nein, das geht nicht. Du bist zu niedrig. Ja, zum Springen ist mir schon klar, aber... Ja, wie soll das denn gehen? Ich kann nicht sprinten, nix. Komm zurück. Ich drück ihn runter. Was drückst du runter? Ja, du machst ja nichts. Ach, jetzt auf einmal kannst du doch mit reinkommen? Will der mich verarschen? Das ist nicht sein Ernst jetzt gewesen. Die ganze Zeit sage ich ihm, er soll mitkommen. Ständig, seh mich um. Du bleibst einfach da. Ich denke mal, ich muss das Ding jetzt da drauf schieben, ne, damit er genug Kraft hat. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Oh, dein Ernst? Wieso geht das nicht weiter? Aber das war jetzt wirklich, ich sag ihm mehrfach, er soll da drauf kommen, ne? Und der ist so faul und macht ja, überhaupt gar nichts. Und dann sagt er, ey Nathan, komm wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding überhaupt treffe. Kannst du jetzt mal nach vorne fahren? Wird schon schief gehen. Ja, da kommt er jetzt. Hey, super Sprung. Ach, das bleibt hängen. Wenn das mit dem Schatz nicht klappt, können wir auch zum Zirkus gehen. Ja, gehen wir mal zum Zirkus. Oh, Mist. Oh. Ich hab dich. So. Danke. Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Fass du da mal rein. Daran gewöhne ich mich nie. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Ist das einzig wertvoll in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Ja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Wow. Erkennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm.
Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht? Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem, wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Komm, du hast doch die zweite Waffe. Wir haben sie dir nicht abgenommen. Lauf! Wie will der mir Deckung geben? Also der hat ja nur die Pistole weggenommen. Wieso schießt der nicht mit der anderen? Ja, bin auf dem Weg. Wieso springt der nicht? Hallo? Na, sag mal, Junge. Du sollst nach rechts springen. Los. Geh da drauf. Und jetzt springen. Mein Gott. Du musst mir helfen, Nathan. Nein, du musst mir helfen. Ich bin ja unter Beschuss. Oh, ich weiß nicht, ich hab falsche Taste gedrückt, keine Ahnung. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Ja, ich arbeite noch dran, das haben wir heute schon öfter gehört. Bist du bereit? Wofür? Muss ich echt da raus? Okay. Gib mir doch mal Deckung. Hey Sam! Nicht alle! Mann, wir haben in ein Wespennest gestochen. Ja, gestochen, geschlagen und es angezündet. Ja. Oh, nimm doch mal den, der neben dir steht, Mann! Kannst aber versuchen! Noch einer? Oh, das sollte ich vielleicht doch lieber nicht drauf schießen. Okay. Super. Aua, ich glaube, da waren fast hinter uns. Na, kommt der oben nochmal? Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg.
Ja, das dachte ich mir. Haltet durch, ich bin bald da. Frage ist nur, wo müssen wir hin? Welches? Mit dem Sprung. Kann man das denn überhaupt von hier aus? Kann man nicht, oder? Jetzt werfen. Sehr gut. Okay. Also es hat bei mir nicht so ganz geklappt, gerade mit dem Werfen, aber Hauptsache, es hat generell funktioniert. Warte auf mich. Wohin? Oh, Miss Sam, Scharfschütze! Deckung! Wo waren da Scharfschütze? Scharfschütze heißt normalerweise, dass er auf dem Dach ist, aber okay. So. Oh, komm doch mal aus deiner scheiß Ecke da raus. Geht doch. So, Moment. Wir müssen jetzt... Wir kamen aber von der Seite. Können wir da hochklettern? Nee, ne? Kann ich da hoch? Kann ich hoch. Kamikaze! Wenigstens hast du auch mal eingetroffen. Ich hab mal gemein, ich weiß. Ja. Oh, der musste doch schon nicht kürzer sein. Komm. Können wir jetzt gehen? Also, bewegen? Da müssen wir hin, oder? Kommen wir hier hoch? Irgendwie? Nee, Moment. Müssen wir da hin? Wir können da runter, ne? Immer weiter! Nein! Was? Ja, schon irgendwie! Ja! Ja! Ja, ja, absolut! Was denn? Ich hab nichts verstanden. Victor nicht etwas von schönem Wetter erzählt? Ich sehe nichts. Einfach weiter runter bis zum Wasser. Moment, sind das Patronen hier? Nee, das ist nur...
Okay. Hier unten dürften noch mal welche sein. Müssen wir hier rum? Einfach runter bis zum Wasser, okay. Sam, hier runter! Vergiss die, Mann! Wir müssen hier weiter! Was heißt hier, vergiss die? Hallo? Ich kann nicht so weit springen. Wie hat er das denn bitte geschafft? Müssen wir mal ein bisschen runterlassen, glaube ich, ne? Ja, komm. Ach, da unten ist noch eine Höhle. Ah, die habe ich nicht gesehen. Von da hinten jetzt auch noch jemand. Nein, was machst du? Oh. Seid ihr denn bescheuert, ihr Vollidioten? Da war doch nur einer. Ach, du stehst mir im Weg, Junge. Geh doch mal zur Seite. Wir kommen. Eben noch ein bisschen Munition holen. Oh, fuck. Ich denke, ich muss nach links, oder? Rechts ist zu weit weg, nehme ich an. Kamikaze! Okay, war der falsche Weg. Ach, jetzt muss ich nochmal ballern, oder? Okay. Hier rechts war noch ein Weg. Sag mir das doch einer. Okay. Kann die runterschlittern? Ja. Muss ich ins Wasser? Ich habe immer falsche Entscheidungen getroffen hier. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja. Vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des Heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen.
Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen.